Da kommt was. Wo ist die weg? Ich bin unter Beschuss. Ich gehe. Oh, verdammt. Ich weiß nicht, wo wir sind. Wir sind vorher quasi da oben gewesen und da drinnen ist diese weiße Ratte. Genau dort. Da ist ja auch die Karte, die wir fotografiert haben. Ja, gerade bereits gespeichert. Okay, ja. Und ich glaube, ich habe hier irgendwas übersehen. Moment. Verdammt, blöde Ratte. Und aha. So. Wo bin ich denn jetzt? Yay, die Bubble-Tiermaschinen. Oh, scheiße, Wache. Okay, Wache ausschalten. Das ist seltsam. Ich gehe. Scheiße, daneben. Sieht schon irgendwie interessant aus. Arachnis Virtis. Vielen Dank für die ganzen wichtigen Informationen. Also falls ihr euch irgendwie fragt, warum ich hier jede Wache einzeln kaputt mache, das hat einfach folgenden Grund. Wenn ich sie nicht kaputt mache, übersehe ich sie irgendwann mal und dann erschrecke ich mich so zu Tode, wenn sie auf einmal hinter mir stehen. Oh, nicht sie die Ron. So, Überwachungskamera. Ah, schick. Pages Schuhe. Was haben sie bloß mit dir gemacht? Gut gemacht, Jade. So, also da unten ist irgendein Code drin. Wird noch eine Bedeutung haben. Oh, noch ein Taco. Moment, Spinnen abschießen. Ha, das funktioniert sogar. Cool. So. Oh, Scheiße. Okay, einer muss hier rüber. Hopp, jetzt kommt doch. Der ist kaputt. Okay. So, der Computerraum. Das ist richtig gelesen, oder? Computerraum. Mein Gott, die Fahne in Weltall haben schon andere Planeten besiedelt und das ist der Computerraum. Oh, Schalter. Yay, noch eine Disk. So, dann mal der Hylianischen Armee.
Guck mal, was drauf ist. So, lass mal was. Achso, spielen. Lass mich hier raus, Sklaventreiber! Habt ihr ihn für den Versand ausgezogen? Mörder! Folterknechte! Bestätigt! Sprunganzug und Schuhe, es ist alles im Spind. Ha! Alles klar, warte mal. Mal kurz gucken, man konnte ja stoppen, ob es irgendeinen Sinn ergibt. Nicht wirklich, oder? Lass mich hier raus, Sklaventreiber! Habt ihr ihn für den Versand ausgezogen? Mörder! Folterknechte! Nö, bringt nichts. Okay, verlassen. Oh, was haben wir noch? Datenbank der Kianischen Armee. So, Carlsen Petersen Handbuch, Band 23, V und A, Verteidigung und Aufklärung. Reguläre Armee, organische Rohstoffe, Ausrüstung, leisterresistente Panzerung, Pickelhelm. Live-Abteilung, Elite-Einheiten. Ausrüstung, laserresistente Panzerung, T-Hammer, autonome Atmung, Schwachpunkt im Lufttank. Elektrische Barriere, entfernbare selbstgetriebene Generatoren, um schmale Durchgänge zu blockieren. Zyklopeneinheit M39, Defensiv Laser, Stärke 5, Anti-Schock-Panzerung, Warnung von elektrischen Feldern fernhalten. Transporteinheit XB24, Überwachung, Transport kleiner Objekte, leichte Panzerung. Unverwundbar, wenn glühend. Ah ja. Defensivminen, Schutz von Wasserzugängen. Überwachungsroboter, Umgebungssicherheit, defensive Schüsse, Zwillingsgasantrieb, Achtung, Schwachpunkt in Antriebstanks. Jo, sind ja gleich die gleichen wie bei den Elite-Einheiten. Laserturm, Defensivlaser, Stärke 5, Autofeuer. Torpedowerfer, Link-Torpedos, Trägheitskoeffizienz 9. Druckbehälter, Gott, wie viel gibt es denn da noch? Druckbehälter, Transport aller Arten, lebender Organismen im Stadium lethargischer Kontrolle. M5 Lasertürme. Eindringlinge entdecken und verfolgen. Defensivlaser Stufe 5. Alarmbarrieren. Deaktivierbar im Alarmfall. Nicht offensiv und ineffektiv gegen militärische Panzerung. Permanente Barriere, nicht offensiv und ineffektiv gegen militärische Panzerung. Überwachungsmodul, schnelle Sicherung einer Zone, Aktivierung mit Funkautorisierung. Ah, das sind die, wo man vorher gesehen hat, wenn man quasi verfolgt wurde und sich in die Sicherheit gebracht hat, wo so ein neues Gebiet säubern, wo diese roten Strahle kommen. Aufklärungsdrohne. Umgebungsüberwachung, Funkverbindung mit Torpedowerfer. So, das war's. War ja mal sehr. Jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ein. Informativ. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Informativ. So, bisschen Geld sammeln hier. Ja, genau, den brauchte ich jetzt. Da geht's nicht lang. Da geht es lang und da drücke ich jetzt drauf. Wir brauchen einen Spezialschlüssel. Oder auch nicht. Bitten. Schlüsseling in Sektor 5. Achtet auf die Druckbehälter. Ladevorgang in Sektor 3 unterbrechen. Ich wiederhole. Oh, Scheiße. Ich hab gedacht, die wäre nicht offensiv. Falscher Alarm! Okay, da oben ist einer. Falscher Alarm!
Okay. Ah, scheiß Ratten. Los, komm her. Schön. Ich bin unter Beschuss. So, ich glaube, das ist so ein Fahrstuhl, oder? Ja, weil... Oh nee, da zwei von den Viechern. Okay, was? Da kommt was! Hey, alles klar? Partner hat Probleme! Perfekt. So. Mal gucken, gibt's unten was oder. Nein? Mögliches Leck in Sektor 5. Achte auf die Druckbehälter. Ladevorgang in Sektor. Eindringling! Eindringling! So, jetzt müssen wir kurz warten. Erbitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Zone gesäubert. Da kommt was! Eindringling! Eindringling! Oh, verdammt. Erbitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Ach nee. Achtung, mögliches Leck in Sektor 5. Achtet auf die Druckbehälter. Ja, das waren diese roten Strahlen von diesem Ding da. Okay, das ist ein bisschen geschickter anstellen hier. Da drüben ist was. Alarm! Alarm! Erbitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Zone gesäubert. Okay. Ich würde sagen, ich schalte jetzt erstmal den hier aus. Partner hat Probleme. Alarm! Ja. Alarm! Nee. Erbitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Wenn ich nicht immer aus Stress auf die Shift-Taste kommen würde. Zone gesäubert. Das Eindringling! Eindringling! Oh verdammt, da ist auch noch einer. Oh verdammt! Scheiße. Erbitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Ich gehe. Ah, Gott. Zone gesäubert. Voll Stress hier. Eindringling! Eindringling! Erbitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Ich gehe. Halte die Augen offen. Eindringling! Eindringling! Erbitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Jetzt aber, oder? Los, komm her. So, schön. So, wir kommen in den Kontrollraum. Oh, super. Speichern. Speichern. Ganz wichtig.